Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier kommt der zweite Teil aus meinen, ja, gepostete Angriffen, wie auch immer, aus dem Angriffsclan, One Million Loot Clan. Hier haben wir Queen Walk am Start mit Elva Queen. Geht ohne Probleme, geht ohne Probleme. Wie gesagt, es ist gut, wenn man die Queen auf 5 hat, dass man die Ability hat, aber man kann auch einen Queen Walk machen, auch problemlos im 1er-Bereich. Geht auch. Du kriegst es mit einer 1er-Queen hin. Fertig. So eine Base würde ich jetzt nicht mit einer 1er-Queen angreifen, aber ansonsten ist das eine Machart, die funktioniert. Wenn ich halt wirklich ganz, ganz low unten bin und sage halt, gut, okay, komm, für die Heiler haue ich das raus, das ist in Ordnung, halt das Elixier, dann geht das. Dann ist das kein Thema. Und wenn man sich clever anstellt, muss man die halt auch nicht heilen, dass die das halt wirklich aushält. Dass man sich sagt, gut, okay, ich habe halt einen Bereich von der Base, den möchte ich gerne haben. Snack ich mir, sage ich jetzt mal, bestes Beispiel halt das Dunkle, macht sich halt beim Queen Walk sehr gut. Weil ich habe Elix, was ich halt verbrauche, habe aber wiederum kein Dunkles, was ich verbrauche und farme dann sogar noch Dunkles. Sobald ich das Dunkle erreicht habe, bin ich weg. Dann kann ich höchstwahrscheinlich im besten Fall halt nächsten Angriff gleich starten, hab wieder ein paar Heile ausgebildet, läuft. Wisst ihr, glaube ich, was geht. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Und guck mal hier, das geht ja noch weiter. Das ist ja noch nicht vorbei. Guckt euch das mal an. Expo 4. Elva Queen. 3 Heiler. Oh, ich will nichts Falsches sagen, könnten auch 4 sein. So, jetzt gehen wir natürlich ein bisschen schneller hier, das muss ja nicht sein. So, jetzt natürlich down. Da ist, don't let me down, down, down. Das war's, klar. Da ist nichts mehr hier, Lava Pups. Geil, richtig nice. Alter, hast du ein Schwein gehabt, dann, oh, du gönnst dir, Alter, du gönnst dir. Richtig geil. Alter, 1, ja, fast 1,4, also nicht fast, sondern sogar noch mehr durch den Liga-Bonus. Alter Verwalter, ihr habt wieder, ihr lasst die Leute auch nicht in Ruhe, oder? Schämt euch. 1 Million Loot. Ganz genau. Es ist spät. Sorry für den Gainer, es ist 23.26 Uhr. Ich war draußen mit dem Berserker und Blue Fire? Ich glaube Blue Fire. Und hat mega mäßig Spaß gemacht, vielen Dank nochmal. Hab Pokémon Go mit denen gespielt. Und das ist halt wirklich echt, ja, richtig cool. Und ich mag sowas halt. Also ich will mich halt auch gar nicht so verstecken. So dieses, ja, ich mache hier mein YouTube-Zeug so in meinem Kämmerchen und Hauptsache man kennt mich nicht. Ich bin gerne der. Wie gesagt, wenn du mich auf der Straße triffst, kannst du gerne sagen, hey yo, was geht? Nee, was geht? Nee, gar nicht. Das nur nicht unbedingt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. und ja, muss der Guso ein bisschen lachen. Ansonsten passt auf jeden Fall. Hier auch wieder richtig schön aufgeräumt. Läuft. Schön inaktiver Gegner. Alter, ich müsste auch mal wieder sowas. Aber ich kann gar nicht sagen, ich müsste auch mal wieder sowas haben, sondern sowas habe ich ja auch. Sowas ist ja jetzt momentan halt durch den verstärkten Loot halt, durch den Push, durch den Boost ja ohne Probleme machbar. Einwandfrei. Geiles Gefährt, Alter. Geiles Gefährt. Richtig hart. Gefällt mir sehr gut. Yannick. Ist okay. Er hat natürlich schön viele Magier. Alter, du hast richtig Schwein mit den Mauerbrechern gehabt, dass die dir hier nicht geröstet wurden und dann sogar noch mal weitergehen.
auch nicht geröstet werden. Krasses Pferd, Junge. Du hast mal richtig Eier, Alter. Du hast mal richtig Eier. Jetzt muss man natürlich auch sehen, die Magier haben jetzt auch ein bisschen was gekostet. Das darf man nicht vergessen. Das darf man definitiv nicht vergessen. Und von der Warte aus sage ich, hat sich der Angriff eigentlich nicht wirklich gelohnt. Weil wir haben zwei Golems waren es, richtig? Ich meine, die sind nur Level 1, okay, klar, die Sache sei verziehen, aber als Test und sowas, okay, aber ansonsten, wenn ich das sehe, 18 Magier, irgendwie 60, 70.000 oder sowas müssten das gewesen sein. Päcker nochmal dazu. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, da würde ich gucken. Muss man wirklich immer gucken, weil es ist halt einfach wirklich reine Mathematik. Lohnt sich ein Angriff oder halt nicht. So, Master Loader lässt raushängen auf jeden Fall. Geiles Vieh. Junge, mies. So, schauen wir mal, was hier geht. Das ist ja auch geil. Also von, okay, vorher die Riesen. Klar, dass das halt gar nicht erst auf die Bowler geht. Das ist nice. Ah, das ist ja so eine Sache, da muss man ja dann genau hingucken. Weil ich mich ja auch gerade halt damit beschäftige, logisch. So, Igel-Artillerie haben wir da. Ich würde sagen, erstmal drumherum, wa? Jetzt, ja, richtig, schnell, mach hinne, vollkommen richtig, meiner Meinung nach, vollkommen richtig den King gezündet. Nicht so, oh naja, wir haben gesehen, Igel-Artillerie hat ihn angefixt, dann muss da schnell was passieren, logisch. Der Warden ist auch so gut wie down, logisch. Und dann passt das. Ja, die Igel-Artillerie, die ist hier doch das Problemkind. Und schafft's die Queen? Komm, schnell. Jo, hat geklappt. Nice, Junge, nice. Das war auch so zwischen Hoffen und Bangen. Echt. Und dadurch hat das noch geklappt. Knappe Kiste, aber wie gesagt, am Ende zählt, zack, so sieht's aus und fertig. Ah, guck mal, die Queen probiert's auch nicht mal. Sie würde es ja schaffen. Also, das ist meiner Meinung nach keine Einbildung. Ich bin der Meinung, wenn sie hier stehen würde, würde sie das Town Hall kriegen können. Sie geht ja jetzt auch nicht viel weiter. Also, oder ist das hier gerade so nicht mehr? Ah, das kann schon sein, dass sie gerade so nicht mehr ist. Auf jeden Fall nice shit. Richtig abgeliefert. Richtig gut gemacht. Und 12 Pokis. 12 Pokis. Wie gesagt, sind sie jetzt? Die Kleineren sagen sich, was? Langsam kann ich. Ey, du, ich habe nie gesagt, dass du kein Queen War kannst. Ich bin auch nie derjenige, der sagt, ey, hier. Das kann keiner so wie ich. Das ist ja wohl mal gar, wie gesagt, das wisst ihr aber selber, das ist auch nicht meins. Also, dass ich sage, oh, hier komm, ich bin der King im Ring. Nee. Wie gesagt, das möchte ich auch grundsätzlich nicht. Hier natürlich richtiger Vorteil, dass es halt wirklich eine 40er Queen ist, weil alles andere hätte jetzt hier richtig Staub geschluckt. Zwei Bogentürme, der X-Bow und dann Ende. Ende Gelände. Aber es ist ja auch noch nicht gewonnen. Das ist ja einfach nur mal kurz angekratzt. Aber jetzt kommt hier die Belastungsprobe für die Base. Und von daher würde ich mal sagen, jetzt müssen die natürlich schnell rein. Dass die reingehen. Junge, wir wollen rein. Genau. Da wurde ein Jump gedroppt. Und dann sind die drinne. Jetzt schnell den Inferno außer Betrieb nehmen. Jo,
Passt bei dir, Junge. Passt. Alter, wie die Xbox am Arbeiten sind und einfach nur aufs Maul bekommen. Oh, der Freeze geht so schön lange, Alter. Ich wünschte, meiner wäre so lang. Hab ich jetzt nicht gesagt. Fail. Ja. Ah, die Bowler müssen bei mir auf 2 kommen. Die müssen auf 2 mindestens richtig schön. Eskalation. Richtig nice. Alter. Richtig cooles Ding. Eins Komma drei Millionen. Schön inaktiv. Also da sollte man wirklich mit allem, was man sozusagen, ja, wenn man eine halbwegs gute Truppenkombo hat, macht man so eine Base platt. Also da ist nicht viel drüber nachzudenken. Zack, das Ding geht. Und ja, mit den Valkyren, das wird ein OP-Fight. Der wird Overkill. Da sehe ich absolut gar kein Problem. Valkyrie. Guckt's euch an. Guckt's euch einfach nur an. Hier ist natürlich jetzt das Problem. Das stimmt schon. Hier ist halt hart schwer, dass die halt. Aber hier auch Glück gehabt, dass die nicht gleich anvisiert hat. Aber. Mit den Valkyren ist das schon echt eine krasse Nummer. Geht der King erstmal schön am Inferno vorbei, sagt sich halt, pff, gut, können wir auch später machen. Nur nicht jetzt. Richtig nice aufgeräumt. Geiler Fight. YOLO haut noch raus, komm, den gibt's hier noch für euch. Auch sehr, sehr geil. Zwar nur gebartscht, aber sehr, sehr geil. Eagle Artillerie ist aber noch am Start. Die ist noch aktiv. Und jetzt geht's auch los. Klar, die Hälfte ist schon durch, logisch hier. Schön noch den Loot einsammeln und dann passt das. Da ist die Eagle-Artillerie auch in dem Moment halt nicht das Maß aller Dinge, klar. Weil, und jetzt ist sie eh leer. klar, das ist natürlich immer nur bei richtig fetten Truppen, sage ich mal, wo man halt nicht so viele davon hat. Und da zieht sie dir dann halt die Füße weg. King in dem Fall vor, logisch. Als Dev. Und dann passt das. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei der ernsten Geschichte. Haut mal rein. Ciao, ciao.